Lucas Graham und 7 Years, 7 Jahre. Nicht 7 Jahre, nur 9 Monate geht es, bis ein Baby auf der Welt ist. Kind haben ist das grösste Glück auf Erden, oder es ist das Beste, was man nicht passieren konnte. Das sind so Zitate, die man immer wieder hört und liest. Und manchmal könnte man meinen, Kind haben sei einfach nur immer schön, ist es aber nicht. Es gibt schwierige Tage, manchmal Wochen oder auch Monate, wo viele Eltern fühlen sich in diesem Moment hilflos und ein bisschen allein gelassen. Der neue Ratgeber «Überraschung 150 Eltern packen aus» soll da jetzt helfen. Aber warum nochmal ein neuer Ratgeber, auch wenn die Gestell in der Buchhandlung schon voll sind mit Büchern zu diesem Thema? Der Ratgeber hat es gebraucht, weil wir hier die Eltern zur Sprache lassen kommen. Und zwar wirklich in wörtlichen, sehr persönlichen und authentischen Aussagen von den Eltern selber, wie sie es erleben, das Familienleben und das Zusammenleben mit den Kindern, Erziehung. Speziell ist, dass hier die Eltern über Sachen erzählen, wo man sonst eigentlich eben nicht so drüber redet. Das sagt die Autorin Sarah Michalik, die das Buch mit ihrem Mann Peter geschrieben hat. Besonders wichtig ist den beiden das Anliegen, dass die Eltern nicht nur als Mami und Papi funktionieren, sondern eben auch ein Paar bleiben. Warum das so wichtig ist, aber gleichzeitig auch schwierig, das ist der Nachmittag das Thema hier auf Radio 32, gerade nach der Sarah Larsen und Lush Life. Mittwochnachmittag hier auf Radio 32. Eine strahlende Mutter, ein strahlender Vater und zwei strahlende Kinder, die immer nur zufrieden und brav sind. Soweit die nicht ganz realistische Vorstellung von der perfekten Familie. Das kennt auch Sarah Michalik, Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin in Aarau und selber dreifaches Mami. So ein Bild von der glücklichen Familie und alles läuft schön und rund. Meine Erfahrung als Familientherapeutin und die Erfahrung von meinem Mann als Paarberater ist, dass viele Eltern das Gefühl haben, sie machen etwas falsch, weil ihr Kind sie besonders provoziere oder herausfordere. Sie haben es nicht im Griff. Aber eigentlich sind wir der Meinung, das passiert den meisten Eltern so. Nur redet man eigentlich über das nicht oder man liest nicht darüber. Und die Tatsache hat die beiden bewogen, ein Buch zu schreiben, ein älterer Ratgeber. Aber eben nicht so einen, wie man zuhauf in der Buchhandlung findet. Vielleicht gibt es irgendwie Ratgeber, die haben ein Problem im Fokus, ein konkretes. Aber da geht es um den normalen Familienalltag. Den Familienalltag, wie er ist und wie er eben herausfordernd ist. In «Überraschung 150 Eltern packen aus» kommen die Eltern zu Wort erzählen, was bei ihnen in der Familie passiert. Aber Kinder machen doch glücklich, ist mir jetzt vielleicht versucht zu sagen. Das ist klar, Kinder machen glücklich, aber eben nicht nur. Kinder fordern einem raus, Kinder stellen die Eltern vor immer wieder neue Probleme. Und über genau diese Themen, über den normalen Alltag, wie der eben auch ist, und dass der so besonders herausfordernd ist, über das wird eben unserer Meinung nach, Erfahrung noch zu wenig geredet. Was sich alles ändert, wenn ein Paar ein Kind überkommt, sich der Fokus total verschiebt und wie man vielleicht dafür wieder zu eigenen Eltern findet, das gehört ihr in der nächsten Stunde hier auf dem 32. Zwei werden plötzlich drei. Ein Paar ist plötzlich nicht mehr nur ein Paar, sondern vor allem Eltern. Eine einschneidende Veränderung im Leben, die alles durcheinander bringen kann, sagt die Familientherapeutin Sarah Michalik aus Erlinsbach. Sie und ihr Mann haben eine Praxis in Aarau und arbeiten täglich mit Klienten, die Probleme im Familienalltag nicht mehr selber handeln können. Die Eltern, die sind sich ja bewusst, dass sich mit dem ersten Kind ein bisschen etwas ändert, aber vom Ausmaß sind die meisten Tochter überrascht, sagt Sarah Michalik. Wie massiv sich das auswirkt und wie lang die Dauer ist, dass es eben nicht nur im ersten Lebensjahr ist von einem Baby zum Beispiel, sondern dass das über Jahre dauert, über Jahre die Eltern praktisch keine Paarbegegnungen mehr haben. Super funktionieren als Eltern in ihrer Rolle, aber dass man wirklich ganz fest darauf muss schauen muss, wie kann man als Paar sich nicht aus den Augen verlieren. Man hat weniger bis gar keine Zeit mehr zusammen. Zu zweit, die Beziehung in der Partnerschaft verändert sich, weil plötzlich ein dritter Mensch da ist, der ganz einen Haufen Zeit und Raum einnimmt. Das sei ja auch richtig, aber man müsse ein paar Sachen doch neu aushandeln. Man muss zum Beispiel neu miteinander die Rolle finden.
von Vater und Mutter. Jeder für sich, ich als Mutter, aber eben auch miteinander klären, wer übernimmt eigentlich welche Rolle, wie gestalten wir den Familienalltag. Und das wirkt sich auf ganz viele Bereiche aus, zum Beispiel eben auch Entscheid, Arbeit oder nur Familie als Mutter zum Beispiel. Und natürlich auch ganz ein Haufen Erziehungsfragen. Ich mache das einmal ganz anders als meine Eltern. Und plötzlich handelt man als Mutter oder Vater doch genauso, wie man das in der Familie auch erlebt hat. Das mag zum Teil wirklich ein bisschen verstörend sein oder frustrierend auch. Aber viele beschreiben dann auch, sie haben wie auch können sich versöhnen mit dem. Versöhnen mit den Eltern und gleichzeitig mit den neuen Grosseltern auch wieder neue Regeln aushandeln. Vielleicht auch Grenzen ziehen. Ganz ein wichtiger Punkt, der im neuen Buch von der Sarah und dem Peter Michalik auch besprochen wird. Im Elternratgeber «Überraschung, 150 Eltern packen aus» geht es aber vor allem auch um die Paarbeziehung. Schliesslich ist man ja nicht nur Mami und Papi, sondern eben auch noch immer Mann und Frau. Am Viertel ab 4 gehört ihr dann, warum gerade die Sexualität häufig unter den Kind leidet und was die Fachfrau Sarah Michalik den Paar ratet. Es ist ein ganz spezieller Moment, wenn ein Paar ein Kind überkommt. Alle freuen sich darauf, alle planen, bis es endlich da ist. Der Familienzuwachs bedeutet aber für das Paar eine einschneidende Veränderung auch in Bezug auf die Sexualität, sagt Familientherapeutin und Autorin vom Buch «Überraschung, 150 Eltern packen aus», Sarah Michalik. Natürlich ahnt man das, dass sich das verändert. Und man denkt, ja klar, in den ersten Monaten wird das schon schwieriger. Aber da gibt es ganz zentrale Auswirkungen. Zum Beispiel liegt immer ein Baby im Bett und viele Kinder liegen über Jahre im Ehebett. Also wir haben sehr viele Eltern, die sagen, sie haben seit mehreren Jahren keine Nacht mehr allein im Ehebett gelegen, keine Nacht mehr durchgeschlafen. Man ist zu müde für Sexualität. Zudem sind oftmals die Frauen den ganzen Tag um die Kinder herum, haben sehr engen Körperkontakt mit ihren Kind und das hat Auswirkungen. Frauen haben beschrieben, dass sie zum Beispiel spüren, dass sie gar nicht mehr so Bedürfnisse haben, weil sie den ganzen Tag schon abgedeckt sind mit Körperkontakt von Kindern, die kuscheln. Und wenn die Eltern wieder mal wegkuscheln, dann ist ja eben das Kind auch noch da. Wenn ein paar Mal auch schon umwollen, Eltern sich ein Küsschen geben, beschreiben ganz viel, dass die Kinder sich einfach dazwischen drängen, oder? Also da gibt es wirklich ganz viele Themen, die die Eltern haben angesprochen. Die meisten Themen sind nicht neu. Aber was neu ist, ist, dass man merkt, es geht ja eigentlich ganz vielen genau gleich und dass man merkt, die Intensität, wie stark und wie lang die Veränderungen sind, wie intensiv, das hätten viele nicht erwartet. Für das Paar bedeutet das, dass es sich anders muss orientieren oder besser organisieren. Man kann das nicht mehr irgendwie einfach leben wie vielleicht vorher, sondern muss sich davon verabreden für Sexualität, dass es zum Beispiel Platz hat. Und darum ratet Sarah Michalik zu reden. Und zwar nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin, sondern eben auch mit anderen Eltern. Weil dann merkt das Paar schnell, wir sind nicht allein, andere erleben das genauso. Und das nimmt enorm viel Druck weg, wirkt am heutigen übermässigen Perfektionismus entgegen. Diesen und mehr Tipps bekommt ihr von Familientherapeutin Sarah Michalik, die zusammen mit ihrem Mann Peter das Buch «Überraschung, 150 Eltern packen aus» herausgebracht hat. Und eben 150 Paar mit ihren Erfahrungen zum Älterwerden hat lassen, zu Wort kommen. Und das Buch, das könnt ihr jetzt gewinnen, wenn ihr anruft auf 0848 332 332. Auf das Älterwerden, da freut man sich in den meisten Fällen. Es ist eine ganz besondere Zeit, bevor das Kind auf die Welt kommt. Der Körper der Frau der verändert sich und der Mann der lebt voll mit. Verändern tut sich aber auch vieles, wenn das Kind auf der Welt ist. Mann und auch gerade die Frau muss sich ganz neu definieren, sagt die Familientherapeutin und Autorin vom Buch «Überraschung, 150 Eltern packen aus», Sarah Michalik. Ist auch immer wieder so ein ganz wunderschönes Zitat dahergekommen. Ich bin eine super Mutter geworden, aber ich habe mich als Frau verloren. Oder mein Mann hat mich nicht mehr als Frau wahrgenommen, zum Beispiel. Und wenn das passiert, dann ist das ein Zeitchen vielleicht erfüllend, aber irgendwann wird man unglücklich. Und darunter leidet vor allem die Paarebene.
Für aus diesem Dilemma rauszukommen, gibt es nur eins. Offen darüber reden. Nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin, sondern auch mit anderen Eltern. Das ist wirklich ein Tabu. Ein Tabu auch eben, wie schon gesagt, weil es in den Medien einfach anders dargestellt wird. Immer ist alles perfekt und glücklich. Und man hat das Gefühl, wirklich die Eltern haben das Gefühl, wenn das nicht so ist, dann mache ich etwas falsch oder mein Kind hat ein Problem. Dass alles immer perfekt sein müsse, alles müsse reibungslos durch den Anker gehen, das ist ein völliger Irrglaube. Gut ist, wenn ein Paar darauf achtet, dass der Mittelpunkt der Beziehung nicht beim Kind liegt. Und da gibt es konkrete Lösungsansätze. Eben zum Beispiel früh einen Babysitter zu suchen oder zu schauen, was habe ich für Ressourcen mit anderen Frauen abtauschen, dass man dann, also die Kinder mal abgeben, dass man eben vielleicht einmal wirklich 2 Stunden in der Woche Zeit hat für sich, um eben auch mit auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen. Das ist auch wichtig. Nur wenn es mir gut geht als Mutter, geht es meinem Kind auch gut. Bin ich überzeugt. Und dass man aber auch Zeit hat, sich auf die Paarebene einzulassen. Wichtig ist für das, dass man dann so viel Zeit einbaut, dass man mit dem Partner von der älteren Ebene wieder auf Beziehungsebene kommt und sich eine Nähe kann einstellen kann, was sich nur nicht immer alles um das Kind dreht. Und am Anfang erzählen dann die Eltern, oh, da haben wir sowieso wieder nur über Kinder geredet. Das ist ja auch noch spannend, oder? Also es braucht wie die Ruhe, die Zeit, dort reinzukommen, nicht nur über Kinder zu reden, das darf auch sein im Moment, sondern wirklich auch zu schauen, hey, und wie geht es dir eigentlich? Was hast du erlebt? Was ist schwierig? Was sind deine Erfolgserlebnisse? Wir sind eben nicht nur noch Eltern. Wenn wir nur noch Mutti und Vater sind, dann kommt es schief, dann kommt es nicht gut, ist unsere Erfahrung. Sarah Michalik, Familientherapeutin und Autorin vom Buch «Überraschung. 150 Eltern packen aus». Der Ratgeber, der eben 150 Paar zu Wort kommen mit ihren Erfahrungen mit Eltern werden.